Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Part von Planet Zoo. Ich hatte gerade beim Aufnehmen des letzten Parts einen klitzekleinen Unfall, aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm, weil wir haben uns größtenteils nur um die Probleme der Tiere gekümmert und somit auch um die Probleme von diversen anderen Tieren, welche Probleme hatten. Und urplötzlich, nachdem ich bei dem Pfauen seht euch das an, die Pfauen sind förmlich explodiert. Also vorhin war das noch viel schlimmer, aber das geht nicht. Die wollen auch mal, also ich gehe jetzt mal in die Tierliste. Der Grund ist vor allem deswegen, weil ich einfach mal mir die Arbeit nehmen will. Oh nein, die kämpfen. Oder das heißt, es ist beim Tierarzt. Jedenfalls hat sich bei mir sich das Problem ergeben, dass plötzlich die Pfauen explodiert sind. Die hatten plötzlich über 50 Kinder und die konnten sie nicht mehr versorgen und ja, jetzt sind wir ein kleines bisschen zurückgetreten. Aber das Gute ist, genauso wie in Jurassic World Evolution. Man kann auch freilassen, okay. Kann sich schon direkt freilassen, ohne dass irgendwas passiert. Aber wir wollen vor allem uns jetzt um die Pfauen kümmern, welche die Verhütungsmittel brauchen. Mir ist nämlich das Spiel dann abgestürzt, als ich diese Pfauen alle einpacken wollte. Das war keine so gute Idee. Dadurch ist das Spiel dann schließlich gecrashed und ja, dann ist sowas schließlich passiert. Aber ich werde irgendwann jetzt ja auch mal. Ich konzentriere mich jetzt erstmal ein bisschen. Nicht, dass die ja wieder explodieren. Die Schweine bekommen zwar noch ihre Kinder und so. Oder? Seht ihr das an? Seht euch das an. Ja. Die Frauen sind viel zu viele. Ja. Brauchen ja wirklich bei jedem Scheiß jetzt einen extra Napf. Ich würde die Kleinen am liebsten alle markieren. So wie hier. Nö, das geht nicht. Man kann die nur da so markieren, wo man sie haben will. Sozusagen. Ich mach mal jetzt hier das hier und dann. Ich weiß nicht. Ich nehme das kleine Ding, weil das große war zu groß. Okay. So. Da können die Pfauen sich da unten drunter zurückziehen und dann sind sie auch happy. Natürlich kann man sich das einfach auch mal selber bauen und so. Das Ding ist aber, wir haben jetzt zumindest hierzu um unseren Abend erstmal keine Lust, groß darauf einzugehen. Die Löwen sind genauso wie Kinderkriege. Aber bei denen läuft das ja auch alles in Echtzeit und so ab. Genauso wie das ja alles in Echtzeit abläuft im momentan. Jetzt haben wir es auch den 13. November. Und wir haben ein Zebra-Baby gekriegt. Hallo Kleines. Oh, ist das süß. Jetzt haben sogar die Zebras begonnen, sich fortzupflanzen. Und seht euch dieses kleine Baby an. Es ist so klein und es ist. Es ist süß. Jetzt wünsche ich, wir hätten so ein. Es ist ein Streifmuster. Oh. Da gibt es wohl ein klitzekleines bisschen, sagen wir mal, ein Glitch mit der Textur, wenn es Zebra frisst. Es verknotet sich da noch so ein bisschen. Davon muss ich ein Foto machen.
Das muss nämlich alles an Frontier melden. Dass die Brustmuskulatur richtig eingedrückt wird, wenn die Kleinen dann so rumrennen. Das sieht total realistisch aus, wie die durch die Gegend rennen. Enthält ein totes Tier. So. Die Pfauen, muss ich sagen, die sind wirklich explodiert. Wer ist verletzt? Du schon wieder? Hast du Narben oder sowas? Sanitäter, Sanitäter, kümmert euch um sie. Das sind so schöne Tiere. Ja, wir stecken hier so ein bisschen in den in die Techniken hier so fest und wir haben jetzt in unserem Trade Center uns ein paar Tiere hier hingehängt. Machen wir mal einfach mal so aus. An Zoo senden. Nein! So wollte ich das nicht. Das ist doch Englisch. Also man kann mehrere nicht verkaufen, aber man kann sie für Geld verkaufen. Jo, da ist es halt so. Da kann man sie nicht verkaufen. Die Wölfin ist schon bereits auf dem Weg. Das gucken wir uns doch mal gerne an. Die hinlaufen. Dann wo lang? Ja, manchmal hört man einen Frosch. Das liegt aber auch daran, dass da wirklich ein Frosch drin ist. Seid ihr nun da? Ja, ich glaube, da ist es. Kann ich hier um die Ecke. Hat trotzdem ja wirklich noch nie eine Beta gespielt. Also das muss man sich einfach mal angesehen haben. Das ist das Krankenzimmer. Nein, nein. Ich will da rein. Oh, die kleine Wölfin. Die behandelt. Oh, du armes kleines Wauzi, Wauzi. Irgendwann geht's dir besser. Da ist schon der nächste. Was ist denn mit denen eigentlich? Das ist doch kein Elferweibchen. Ja, mein Baby!
Die haben noch ein Baby. Die haben Babys. Die Tiger haben Babys gekriegt. Oh Gottchen. Hallo. Hi. Wie kommen die denn hin? Die Kamera backt etwas rum. Ich hab drei. Die haben drei Babys gekriegt. Oh, sieh den euch an. Oh, ist das süß. Was bist denn du für einer? Das sind also eure Eltern, richtig? Wie ist denn deine Genetik? Ich werde auf jeden Fall. Arna ist dein Name. 0,5 Jahre alt. Da ist es. Das wird mal ein richtig großer Junge, Mann. Oh, ist das süß. Jetzt läuft er auch mal so durch die Gegend, dass man den richtig ansehen kann. Also man kann wirklich sagen, es ist doch irgendwo so. Sobald irgendwas ins Rollen kommt, kommt es in Rollen. Und ich habe das Gefühl, die sind wirklich unterschiedlich groß. Ich kann mich auch irren. Die sind so knuffig. Ich will die behalten. Aber man kann nicht alle behalten. Leider. Aber im Franchise-Modus könnte ich die zum anderen Zoo schicken. Oder ich könnte sie von ihren Eltern trennen, wenn ich ein eigenes zweites Gehege hätte. Und dann wären das jetzt dann meine Tiger, die ich dann für die Zucht dann von den Eltern trenne. Und dann sozusagen noch bessere Tiger zu züchten. Es ist alles so schön, das werden wir alles ausprobieren. Wir haben 2 Wochen dafür Zeit und wir haben jetzt schon 4 Parts oder so. Und oh, der Kleine hier, der ist wie so ein Cheater. Sati Wiknef. Ich weiß nicht, wie ihr euch diese Namen merken könnt, aber ich nenne dich Shere Khan. So. Ich würde nämlich sagen, nachdem wir uns so ein bisschen um die Probleme hier gekümmert haben. Was ist mit denen los? Was ist mit euch los? Die wollen noch ein bisschen. Die wollen Erde. Perfekt. einmal so und was ist sonst noch? Okay, das ist es dann. So, so. Sauberkeit ist bekackt. Das ist gleich mal 0. Lebensqualität durch Futter. Ja, ich muss mich wirklich erstmal reinfinden. Deswegen kann es sein, dass ich ein bisschen. Ich muss so hinkriegen, dass ich das hinkriegen soll. Vielleicht mögen sie ja Kartons. Aber die wollen ja das mit Futter haben. Ja, Futter verbunden ist es. Das.
Oh, es ist schon so. Okay. Die machen Zwitscherlaute. So knuffig aus. Niam, 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 niam. Alles klar. Die Lebensqualität der Tiere hat sich verbessert. Was will denn irgendwie da noch irgendwas ist? Der Zustand ist perfekt. Mädchen, du bist kein Alpha. Die werde ich nämlich verkaufen. Nämlich keine Probleme mit Weibchen, die totale so, da bekommt schon mal die Pille entzogen. Die bekommt auch die Pille entzogen. Da können sie jetzt alle in Frieden leben, hoffentlich. Jetzt melden sich auch mal die Schildkröten, die hohes Ansehen begrüßen. Die brauchen auch so ein bisschen Gelände. In dem Gelände. Zu viel Gras. Aber zu wenig langes Gras. Perfekt. Das reicht schon. Einfach so lange gedrückt halten, bis es fertig ist und buff. So ist es. So, was gibt es dann noch? Sozial. Verhalten. Ist das etwa allein? Nö, die haben... Was haben die mit ihrem Sozialverhalten? Seht euch mal diese ganz kleinen Schildis an, die sind total explodiert. Oh, vielleicht heißt es auch einfach nur, dass sie zu viel... Dass sie zu viel Sozialverhalten haben. Also der hier auf jeden Fall. Also Sozialverhalten, da ist das sogar... Ja, Stress steigt gerade. Wohlbefinden steigt aber gerade in sein Normo. Die Größe passt zur Menge der Tiere und so. Anhielt ist es zu den anderen hingegangen und empfindet sie viel mehr Sozialverhalten. Aber ich hau mal die Pille rein. Weil gerade Schildkröten. Wie sieht das bei denen aus? Hungrig wird nicht erwartet. Solange nicht erwartet wird. Tierarzt rufen. Tierarzt und Tierpfleger. Ein paar werde ich behalten. Ah, süß sind die. Ohne Zweifel. So, aber das Kleine hier, das behalten wir. Das ist das Eis. Barika. Ich nenne dich Nora.
so, und schon wurde so umbenannt. Cool. Also das ist also die Aldabra Riesenschildkröte. Die Schildkröte, die für ihre Riesengröße bekannt ist und genauso wie die Galapagos Riesenschildkröte ein hohes Ansehen genießt. Und das nur deswegen, weil diese sogar sehr, wirklich sehr groß sind. Ist schon lange Zeit eingesperrt. Was ist hier denn? Komm. Die haben Babys gekriegt. Die haben ein Baby! Das ist auf jeden Fall ein Baby. Warum sind die eingesperrt? Ich weiß zwar nicht warum, aber was soll's. Willkommen zurück in der Gruppe. Oh mein Gott, das muss ich mal ansehen. Bitte geh in die Sonne, Kleiner. Das sind viel zu viele. Na gut. Es sagt aber auch, dass unsere Tiere... Oh Mann, die habe ich auch ganz vergessen. Die sind auch so ein paar kleine Satansbraten, die einfach so auf die Welt gekommen sind. Die explodieren alle. Die explodieren, die Tiere. Die Zebras haben eine realistische Anzahl Kinder gekriegt, sind nicht so eins. Pro Weibchen. Das alles andere, ja. Das ist ja schon ein bisschen schwieriger. Da muss man sich... Seht euch mal diese Schlange an. Die haben Audiotouren. Aber das ist eine sehr unordentliche Schlange, wenn ich das so sagen darf. Aber das ist genauso, fast genauso wie bei uns. Das sind zwei... Das ist nur einer, der bedient. Das ist einer, der bedient, aber drei gleichzeitig da vorne stehen. Das ist etwa so, als hätten wir eine, keine Ahnung, nach der Bahn. Oh, was für eine schöne Deko. Ist hier ein Kram. Leute, ein Tier entkommt nicht, wenn es einfach so hier auf dem Ding drauf ist. Okay. Gut, aber ich spüre allmählich, dass mich zumindest die Lust auf diesen Zoo ein bisschen verlässt. Deswegen werde ich einfach mal sagen, dass wir uns im nächsten Part im kompletten Franchise-Modus uns wiedersehen. Also würde ich einfach mal sagen, abonniert meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und... Was ist das denn? Ist das eine Ballon? Oder ist das eine Ratte?
abonniert meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann sehen wir sich auf jeden Fall hundertprozentig wieder bei einem neuen Part von Planet Zoo. Also schaltet unbedingt beim nächsten Mal wieder ein, denn dann werden wir uns so ein kleines bisschen den Franchise-Modus ansehen. Also bis zum nächsten Mal und bis bald.